Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt und willkommen bei SEOgeo. Was möchte ich euch zeigen? Also, für heute ist geplant, euch mal zu zeigen, wie genau bzw. Wie viel Umkehrspiel die Zahnstangenantriebe hier haben. Das ist eine Frage, die immer wieder mal aufkommt auf Facebook und auf Instagram. Und ich hatte mir da schon vor einer Weile einen Glasmaßstab bestellt für meine kleine Fräse. Und so sieht jetzt halt der Aufbau aus. Kurze Erklärung: Auf der kleinen Maschine läuft Linux CNC und Astlecam oder ja, Astlecam, je nachdem, was ich möchte, ich kann umschalten. Unabhängig davon läuft jetzt aktuell Linux CNC in der Test-Konfiguration, welche ich per Remote verbunden habe mit dem Laptop drüben, auf dem Mach 3 läuft. Mit der Linux CNC-Konfiguration werden wir die Werte des Glasmaßstabes einlesen, der misst aufs Mühe genau. Und mit Mach 3 machen wir das Thema Steuerung. Das heißt, ich werde in X500 verfahren und wir können dann genau rausmessen, wie viel in X wirklich gefahren worden ist. Und ich kann euch sagen, es ist ziemlich genau. Was wir dann wieder sehen werden, ist, wir fahren zurück auf 0 wieder. Und da wir aber so gleich nachher im Prinzip beginnt, ohne Umkehrspiel beginnen bei 0, sehen wir dann genau, was übrig bleibt. Und das ist das Umkehrspiel, das ist Spindelart. Beziehungsweise Spindel ist falsch, die Zahnstange natürlich. Ja, bevor wir zu den Werten kommen, zum eigentlichen Test. Für was ist die Fräse gedacht? Und bevor jetzt nachher Kommentare kommen, oh, das ist ja hoch ungenau und so weiter. Das ist eine Fräse, die dafür gedacht ist, Möbel herzustellen. So nutze ich sie zum Beispiel. Oder Schilder, was ich auch schon gemacht habe. Oder man nimmt sie, um für Modellflieger Flügel zu bauen oder eigentlich alles Mögliche. Es ist jetzt nicht gedacht, H7-Passungen zu fräsen. Dafür ist sie nicht da, dafür ist die Auflösung auch nicht da. Es sind knappe 160 oder 165 Schritte pro Millimeter, die ich auflösen fahre. Durchaus akzeptabel mit 6000, das müsste ungefähr sein. Aber ja, nicht das, was zum Beispiel die gute hier schafft. Ja, ich nehme euch jetzt gerade mal mit rüber. Und dann hören wir uns gleich wieder. Ciao. So, jetzt sind wir an der CNC-Fräse. Mal ganz grundsätzlich, ich habe es vorhin schon erwähnt. Ich lasse mal ein Stückchen vor. Macht nicht viel. So. Hier ist jetzt der Glasmaßstab, der ist verbunden an dem Querprofil des Tisches. Verschraubt und ausgerichtet zum Portal. Am Portal selber, beziehungsweise an der Z-Achse sitzt der Abnehmer, der Signalabnehmer. Und der Glasmaßstab selber sitzt natürlich an Linux CNC, an der kleinen Fräse. Die kleinen Fräse habe ich verbunden per Remote Desktop und dann können wir es sehen. Wir sehen hier auch die X-Achse, ich habe es auf die X-Achse gelegt. Ich referenziere die immer wieder mal, dass sie auf 0 steht, wenn ich mit der Messung beginne. Und genau, wichtig hierbei ist, die X-Achse läuft dem Linux CNC technisch gesehen entgegen der X-Achse in Mach 3. Das heißt, wenn Mach 3 in den positiven Bereich fährt, fährt Linux CNC in den negativen. Aber ich denke, da machen wir jetzt keinen Beinbruch draus. Was werden wir tun? Wir beginnen bei 0, fahren dann 3 mm nach links, also in minus 3, fahren dann wieder 3 mm zurück Richtung 0, alles im G0, das heißt im Eingang, im vollen Vorschub, was in meinem Fall 20 Meter die Minute wären. Warum tun wir das? Ich möchte euch zeigen, wie wir von ohne Umkehrspiel von 0 auf 500 fahren, das heißt, damit wir sehen, wie genau ist die Zahnstange an sich mit angelegtem Zahnrad und Direct Drive und werden dann von 500 wieder Richtung 0 fahren und sehen dann das Umkehrspiel, weil wir aus einem Richtungswechsel kommen und dann das Umkehrspiel dargestellt bekommen. Und das ist jetzt mal der Ziel der Messung, die ich zeigen werde. Ich werde das Ganze 2-3 Mal wiederholen und werde versuchen, euch die Ergebnisse irgendwo seitlich im Video einzublenden, beziehungsweise ich schaue mal, ob ich oben in der Ecke irgendwo die Anzeige in groß darstellen kann. Aber das sehe ich nachher dann am Rechner. Okay, würde ich sagen, ich fange mal an und passt. So, wir beginnen. Wie gesagt, G0. Die Fräse läuft im G0 20 Meter die Minute, 2,993. Vielleicht noch kurz an der Stelle. Ich referenziere die Achse kurz. Referenziere, das heißt, X ist jetzt auf 0. Und schalten um auf Mach 3. So. Ganz kurz,
Mach 3 wird unter Umständen nicht ganz die vollen 500 anzeigen. Das liegt daran, dass meine Schrittbreite bei 6 μ liegt, also bei 0,06 mm ungefähr. Und manchmal schafft es Mach 3 die 500 nicht ganz zu erwischen. Das geht rein auf dem Thema Aufteilung her. Genau, also nicht wundern, wenn da jetzt ein Wert steht. Das sind ein bisschen mehr als 6000, das sind knapp 7000, aber ja. Das heißt, ich fahre jetzt einfach mal die 500 und dann werden wir mal sehen, was dort steht. G0 X500 und so, es hat funktioniert. Das heißt, wir haben in X gefahren 500,0014 mm und wirklich gefahren sind wir 500,039 mm. Das heißt, wir haben eine Abweichung von 300stel oder 3, ja 300stel, knappe 400stel. Für mich persönlich ein sehr akzeptables Ergebnis, es ist auch relativ wiederholgenau, muss man sagen. Wenn man bedenkt, was die Fräse gedacht ist. Die Fräse ist gedacht, um Schilder, Möbel, für Modellbau, sei es Flügel oder irgendwas dergleichen zu fräsen, halt einfach in groß. Sie ist nicht dazu gedacht, H7-Passungen in Aluminium zu fräsen. Das ist auch nicht der Ziel der Aufbau oder der Zweck dieser Fräse. Sie kann Aluminium fräsen, aber halt nur entsprechend dem, was halt die Auflösung hergibt. Bedingt durch den Direct Drive, was mir aber persönlich eine Performance bringt und dafür sorgt, dass die Fräse sich auf dem Tisch relativ schnell vor und zurück bewegt, mit 20 Metern der Minute im Eingang. So, fahren wir wieder zurück auf G0. So, wir haben, das Mal haben wir es glatt getroffen, D0 wieder in X und wir sehen ein Minus, wohlgemerkt, der Wert ist negativ, obwohl er eigentlich positiv sein müsste. Das heißt, wir haben ein Umkehrspiel von 700stel oder 7,5stel. Das ist für mich top. Wir werden das Ganze nochmal wiederholen. Ich werde die Werte immer drunter schreiben, nehme sie aus dem Video raus. Wieder die 500. Sind jetzt erstmal bei 500,026 mm. Gehen wieder auf G0. Das Umkehrspiel beläuft sich dieses Mal auf 800stel. Fahren wieder auf 500. 500,14. Das Mal haben wir sogar ziemlich genau getroffen. Jetzt weichen wir gerade mal 8000stel ab. Fahren Richtung G0 und haben jetzt wieder die 0,074 mm, 0,075 mm Umkehrspiel. Ich habe jetzt dreimal das Ganze gefahren, aber ich denke, um zu zeigen, was die Fräse kann, beziehungsweise wie genau so eine Zahnstange ist und dass das Ganze auch ohne Entspannmechanismus funktioniert, indem man die Zahnstange einfach parallel zur Linearführung einstellt, hier durchaus zu einem meiner Meinung nach sehr akzeptablen Ergebnis kommt. Ja, das wäre es an der Stelle schon von mir. Ich könnte es jetzt gerne noch ein paar Mal fahren lassen, einfach weil es Spaß macht. Aber ich denke, das Ganze ist jetzt an der Stelle auch, glaube ich, beendet. Ja, ich weiß noch, wie es von der Reihenfolge sein wird. Das wird jetzt nochmal ein Video folgen zum zweiten Teil des Aufbaus, also das, was ihr jetzt hier schon fertig seht. Ich habe das Video jetzt noch kurz zwischen reingeschoben, weil der Glasmascher einfach da war und es mich auch interessiert hat, wie er funktioniert. Und ja, wenn euch gefällt, was ihr gesehen habt, lasst mal einen Daumen hoch da, abonniert mich gern, es wird mich toll darüber freuen, es wird mich sehr stark unterstützen an der Stelle. Und ja, bleibt mir nichts zu sagen, als wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, bis dann.